ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Guten Abend. Sie war die Frau an seiner Seite, aber die Frau in seinem Schatten war sie nie. Loki Schmidt folgte ausgesprochen selbstbewusst und mit beiden Füßen auf dem Boden, trotzdem im Auftreten hanseatisch zurückhaltend, immer auch ihren eigenen Interessen. Ein letzter großer Wunsch wäre allerdings gewesen, dass sie mit ihrem Mann gemeinsam noch den 70. Hochzeitstag erleben könnte. Der ist ihr nun nicht erfüllt worden. Letzte Nacht ist Loki Schmidt in ihrem Haus in Hamburg-Langenhorn gestorben. Alle nannten sie nur Loki. Hannelore Schmidt, humorvoll, resolut, stets gelassen auf das Leben blickend. Ich bin noch nie eine Manze gewesen und werde das auch nie werden. Im Schatten ihres Mannes Helmut Schmidt stand sie trotzdem nie. Aber sie war die Frau an seiner Seite. In der Schule lernen sich die beiden kennen. 1942 heiratet Hannelore Glaser ihren Helmut. 5 Jahre später kommt Tochter Susanne zur Welt. Eigentlich will Loki Biologie studieren, doch das Geld reicht nicht. So wird sie Lehrerin und ernährt zunächst die Familie. Prominenz ist ihr nicht wichtig, doch sie nutzt sie, geduldig, strategisch, für den Naturschutz. Gründet eine Stiftung, erhält Auszeichnungen und wird schließlich Ehrenbürgerin der Stadt Hamburg. Eine Naturschützerin der ersten Stunde, für die eine Welt ohne Pflanzen und Tiere nicht vorstellbar ist. Ohne Menschen? Durchaus. Denn das Leben auf der Erde, das kann wunderbar existieren ohne uns verrückten Menschen. Loki Schmidt, Kanzlergattin und Naturschützerin. Und dabei stets eine resolute, bescheidene und humorvolle Frau. Kalifornien hatte sich gerade zur größten Erdbebenübung des Landes gerüstet. In dem Moment brach die Erde auf. Im Golf von Kalifornien, der liegt nicht in den USA, sondern direkt südlich in Mexiko. Und eben über genau dem St. Andreasgraben, der auch die dicht besiedelte Westküste der USA bedroht. Und wenn man nach den neuesten Forschungsergebnissen geht, dann müssen die Menschen dort in absehbarer Zeit mit einem größeren Beben rechnen. Denn das letzte große liegt schon mehr als 150 Jahre zurück. Das ist auch der Grund, weshalb fast 8 Millionen Kalifornier heute Katastrophenschutz üben mussten. Daniel Sattra. Warten auf die Schrecksekunden. Was dann ganz schnell geht, erleben Mark Winters und seine Mitschüler zum Glück nur bei einer Übung im Simulator. Damit die Jugendlichen bei einem echten Beben hier in Kalifornien instinktiv richtig entscheiden. Jeder weiß, was zu tun ist, das lernt man hier von Geburt an. Wenn es bebt, muss man sofort unter etwas Stabiles kriechen und den Nacken schützen. So realistisch wie es nur geht, soll es aussehen in diesem Klassenzimmer in Los Angeles. Künstliches Blut, aufgeklebte Wunden. Diese Schüler stellen sich bewusstlos, sie simulieren den Schockzustand von Erdbebenopfern. Totenstille im Raum, es wirkt, als wäre es wirklich passiert. Mehr als 100.000 solcher Rettungskräfte sind bei der größten Katastrophenübung Kaliforniens heute im Einsatz, müssen die vermeintlich Verletzten in Krankenhäuser bringen. Nur wenn alles koordiniert abläuft, können sie im Ernstfall Leben retten. Nicht weit von Los Angeles liegt der Grund für die Katastrophenübung, der San Andreas Graben, an dem sich gigantische Erdplatten treffen und die Oberfläche unter enorme Spannung setzen. 1994 entlud sich die aufgestaute Energie in Los Angeles. Eine Katastrophe, die morgens in aller Frühe Millionen erschreckte. In den Häusern und auf den Straßen starben 60 Menschen. 5 Jahre zuvor San Francisco im Schock, auch hier Tote und Verletzte. Doch auch dieses Beben war nur von mittlerer Stärke. Experten fürchten, dass bald ein großes Beben Kalifornien treffen könnte. Einen genauen Zeitpunkt können sie nicht errechnen. Keine Schauspieler wie bei der Übung heute, sondern bis zu 50.000 echte Verletzte müssen die Helfer dann schnell versorgen. In den roten Bereich kommen die am schwersten verletzt sind. Gelb steht für die mittelschweren, grün muss warten. Und in diesem Zelt hier sammeln wir die Toten. Einen Tag lang Katastrophe spielen, doch was nutzt das wohl?
Das war schon in Ordnung so. Denn mit all den Rettern hier wird einem der Ernst der Lage richtig klar. Ich glaube, die meisten von uns hatten die Katastrophensituation ganz gut im Griff. Am Ende der Übung bleibt heute in Kalifornien die Hoffnung, dass auch beim nächsten Mal hier alles nur Simulation ist. Fakten auf dem Tisch statt Pfiffe auf der Straße. Morgen soll im Streit um den Stuttgarter Hauptbahnhof die sogenannte Schlichtung beginnen. Heiner Geißler vermittelt und das in einem absolut neuartigen, jedenfalls demokratietheoretisch nicht vorgesehenen Verfahren. Also Gegner und Befürworter des gigantischen Neubauprojekts debattieren vor laufenden Kameras. Jeder kann das bei Phoenix verfolgen, live. Ob das nun die Konsensfindung unbedingt befördert, das wird sich noch zeigen müssen. Marie-Christine Böse aus Stuttgart. Das Fernsehen bringt sich in Position. Meterweise Kabel. Aufbau für die Live-Übertragung mit 4 Kameras. Im Fokus Rathaus Stuttgart, mittlerer Sitzungssaal. Morgen früh ab 10 treffen sich hier je 7 Befürworter und Gegner von Stuttgart 21. Bei normalen Schlichtungen sind die Türen verschlossen, hier nicht. Morgen sind fast 100 Journalisten mit im Raum und nebenan Public Viewing. 400 Menschen können die Diskussion mitverfolgen. Auch auf Phoenix im SWR und im Internet werden die Gespräche übertragen. Ich weiß nicht, wer sich das anschaut. Wer die Zeit dazu hat. Ich finde es ganz gut, dann gibt es vielleicht mehr Akzeptanz bei den Gegnern und bei den Befürwortern. In den 6 Stunden bekommen die sowieso keine Erklärung zusammen. Das ist unmöglich. Unmöglich scheint derzeit auch ein Kompromiss im Bahnhofsstreit. Oben oder unten, das sind die Alternativen. Ein Mittelweg ausgeschlossen. Deshalb wollen jetzt beide Seiten Überzeugungsarbeit leisten durch die öffentliche Diskussion. Wenn das eine Chance ist, diese Stadt zu befrieden, sind wir gern bereit, diesen Weg zu gehen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, aber muss man auch darauf achten, dass man nicht glaubt, dass dies ein Verfahren für sämtliche zukünftige Verfahren sein kann. Weil bei aller Freundschaft, es geht um einen Bahnhof in dieser Stadt. Ein Bahnhof, der spaltet. Lagebesprechung der Stuttgart 21-Gegner. Sie beraten, wie ihr Widerstand weiter organisiert werden kann. Mancher hier befürchtet, dass sich der Protest von der Straße ins Fernsehen verlagert. Die Leute, die dort sitzen, die können die Argumente vortragen. Aber das ist ja keine Schlichtung, wo man sich am Ende auf irgendwas einigt oder irgendwas verhandelt. Da werden dann die Argumente gegen die Argumente stehen. Und am Ende müssen die Menschen darüber entscheiden. Und dass sie entscheiden können, dazu brauchen wir eine lebendige Bewegung, die das auch einfordert. Sein Ziel, das für und wieder offen diskutieren. Eine Art Faktencheck schwebt Vermittler Heiner Geißler vor. Die Bürgerbewegung auf Augenhöhe mit dem Ministerpräsidenten. Es wird auf jeden Fall beste Aufklärung im Kantschen Sinne sein, dass nämlich die interessierte Bevölkerung in die Lage versetzt wird, selbstständig zu denken und sich ein eigenes Urteil zu bilden. Die Kulisse dafür ist bereit. Die Kabel gelegt, die Kameras stehen. Die Vermittlungsshow kann losgehen. Ein Sprung durch die Republik nach Norden, denn da hat Hamburgs Politik auch Verkehrsprobleme, allerdings anderer Art. Denn Hamburg soll europäische Umwelthauptstadt 2011 werden, also 2011, nächstes Jahr. Sie ist aber, diese Stadt, noch sehr weit entfernt davon, ihre ehrgeizigen Umweltziele auch zu erreichen. Der Titel, der heißt offiziell Green Capital, also grüne Kapitale. Das soll gleichzeitig Auszeichnung und Anreiz sein. Und auf den ersten Blick, schauen wir mal hin, hätte Hamburg diesen Namen ja auch verdient. Hamburg, meine Perle, sagen sie hier. Hamburg, die Grüne. Die verkehrsreiche Metropole, Autos dicht an dicht und zum Teil Abgaswerte, die weit über dem liegen, was die EU erlaubt. Der Umweltverband BUND schaut sich das schon länger an und meint, Hamburg hat zwar reichlich Ideen für den Klimaschutz, doch zu viele bisher nur auf dem Papier. Die Stadt könnte sehr schnell handeln, wenn sie sich entscheiden würde, eine City-Maut einzuführen. Natürlich würde es da Ärger geben von Seiten der Wirtschaft, aber den muss man dann eben ausfechten und man muss auch den Mumm haben zu sagen, nein, es gibt einen gewissen Vorrang und Gesundheitsschutz durch Umweltschutz hat Vorrang. Als Umwelthauptstadt sollte Hamburg den Umweltschutz ohnehin groß schreiben. Schließlich gibt es den Titel, weil die Stadt ehrgeizige Ziele im Klimaschutz hat. 40% weniger CO2-Ausstoß in den nächsten 10 Jahren. Doch diese Baustelle passt überhaupt nicht dazu. Das Kraftwerk Moorburg. Noch im Bau und doch schon bald eine Dreckschleuder. Das
Enthebt Hamburg aber nicht davon, seine Verantwortung als Stadt, in dem Sinne, was verursachen wir für CO2-Emissionen unabhängig von Moorburg, wirklich wirksam zu begrenzen. Ran an die Arbeit also, heißt es in einem neuen Gutachten. Vom CO2-Versprechen ist man in Hamburg noch weit entfernt. Ohne Nachrüstung beim Klimaschutz sind die Ziele nicht erreichbar. Es gibt deutliche Lücken. Deshalb muss man sich eben überlegen, wie kann man zunächst die Häuser und die Geräte, die in der Stadt sind, möglichst effizient machen, damit man möglichst wenig Energie in die Stadt bringen muss. Und man dann als zweites muss man sich überlegen, wie man diese Energie möglichst CO2-arm bereitstellt. Und gegen den Verkehr hilft mehr öffentlicher Verkehr, Busse und Bahnen. Die gelten hier schon als vorbildlich. Nur sind die angekündigten Preiserhöhungen der richtige Weg? Der BUND hofft, dass Hamburg beim Klimaschutz nicht im eigenen Stau stecken bleibt. Denn eigentlich könnte es hier doch so schön sein. Nach überstandener Krise sieht die Bundesregierung die Wirtschaft auf Erholungskurs. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Astrid Fietz. Wirtschaftsminister Brüderle blickt mit deutlich mehr Optimismus in die Zukunft. Abzulesen ist das an seiner neuen Konjunkturprognose. Für das laufende Jahr hatte der Minister noch im Frühjahr 1,4% Wachstum vorhergesagt. Jetzt rechnet er mit 3,4%. Für das nächste Jahr setzte er auf die Prognose von 1,6 auf 1,8% herauf. Wie Gewerkschaften und Wirtschaft geht Brüderle von einer stabilen Entwicklung aus, mit positiven Wirkungen auch auf Arbeitsmarkt und Löhne. Ich glaube, dass wir mittelfristig eine Größenordnung von 2% realem Wachstum schaffen können. Das ist unsere Einschätzung für die nächsten 5 Jahre. Es ist eine sehr von der Substanz her getragene weitere Entwicklung. Ein stabiler Wachstumspfad ist keine Eintagsfliege. Flächendeckend wird eingestellt werden. Wir rechnen mit 300.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen. Das bedeutet im Durchschnitt des nächsten Jahres eine Arbeitslosigkeit von 2,9 Millionen. Das ist schon wirklich aber nach Wiedervereinigungsrekord. Wir sind eindeutig dafür, dass der Staat die Mehreinnahmen, die jetzt kommen, gerade weil ja die Krise noch nicht vollständig überwunden ist, nutzt, um die staatliche Investitionstätigkeit anzuregen, mehr in Bildung zu investieren und wirklich mehr in Bildung zu investieren, nicht in Sonntagsreden, und insgesamt die Finanzbasis der Kommunen zu verbessern. Bundeskanzlerin Merkel sieht keinen Konflikt mit dem Koalitionspartner FDP über die Neufassung der Euro-Kriterien. Man sei sich absolut einig, sagte Merkel am Abend. FDP-Chef Westerwelle kritisierte, dass es nach dem Willen Deutschlands und Frankreichs nun doch keine automatischen Strafen für Staaten geben soll, die die Defizitgrenze überschreiten. Auf diese Forderung hatte Merkel bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Sarkozy am Montag überraschend verzichtet. Bundespräsident Wulff und Vertreter der christlichen Kirchen in der Türkei haben in der Stadt Tarsus einen ökumenischen Gottesdienst gefeiert. Mit der Messe in der Pauluskirche bekannten sie sich zur Religionsfreiheit. Wulff wollte nach eigener Aussage mit seiner Teilnahme die etwa 100.000 Christen in der Türkei stärken. Sie haben unter den 70 Millionen Einwohnern des islamisch geprägten Staates nicht die gleichen Rechte wie Muslime. Ostdeutschland sind gegen den umstrittenen Internetdienst Google Street View mehr als 244.000 Widersprüche eingegangen. Damit muss das Unternehmen nach eigenen Angaben fast 3% der fotografierten Häuser unkenntlich machen. Für die Straßenansichten im Internet waren speziell ausgerüstete Kamerawagen durch 20 deutsche Städte gefahren. Widerspruch kann aber auch nach dem Ende der jetzt auf abgelaufenen Frist noch eingelegt werden. In Frankreich haben erneut Studenten und Schüler gegen die geplante Rente mit 62 protestiert. Dabei kam es in mehreren Städten zu Zusammenstößen mit der Polizei. Wegen der Blockade einiger Raffinerien hat immer noch jede vierte Tankstelle in Frankreich keinen Sprit. Die französischen Gewerkschaften kündigten 2 weitere landesweite Protesttage gegen die umstrittene Reform an. Die französische Regierung will sie voraussichtlich noch an diesem Freitag durch den Senat bringen. Am 3. Spieltag der Europa League traf am Abend Bayer Leverkusen auf den griechischen Club Aris Saloniki. Die Partie endete torlos 0:0. Leverkusen bleibt trotzdem auf dem 1. Gruppenplatz. Zuvor war der VfB Stuttgart gegen den spanischen Club FC Getafe angetreten. In der heimischen Arena besiegten die Stuttgarter die Spanier mit 1:0. Damit ist Stuttgart Gruppenerster. Die Dortmunder müssen als Gruppendritter hingegen weiter um den Einzug in die Zwischenrunde kämpfen. Gegen Paris Saint-Germain reichte es nur für ein 1:1 Unentschieden.
Seit fast 5 Jahren liegt Ariel Sharon im Koma. Der Mann, den sie früher den Bulldozer nannten, ein Ex-General, israelischer Ministerpräsident, bis ihn ein Schlaganfall außer Gefecht setzte. Ein Künstler kam jetzt auf die verstörende Idee, Ariel Sharon im Krankenbett, künstlich beatmet, also mit bewegtem Brustkasten, als Installationsobjekt auszustellen. Es ist eine Plastikfigur, allerdings sehr, sehr lebensecht.